Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, ich will euch heute einen Scania R, jetzt steht hier 420, hier steht R500 vorstellen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, was soll ich denn mit dem Scania? Denn wir haben ja theoretisch, wenn ich jetzt den Scania von R&L nutze, habe ich ja den gleichen. Ja, das ist absolut richtig. Aber ich sollte die nochmal vorstellen, ist mir so mal gesagt worden, da er ein bisschen anders ist. Und deshalb schauen wir einfach mal drüber und dann sehen wir es ja. Ne? Also, wir haben hier natürlich den Scania, ne? 4x2 mit 420 PS steht hier. Und 12-Gang-Retarder. Ihr habt Standard. Oh. Aha. Warum auch immer. Ist das jetzt hier so? Weißt du, wie es ist? Dann Lackierung, die bleibt sogar rot, bisschen mau, aber mal sehen. Oh, wir haben sogar kleinere Schlappen mit dabei und Felgen sind hier auch, also Reifen und Felgen sind hier mit inklusive, ne? Aha, gut. Was haben wir noch alles? Wir haben hier ein Navi haben wir mit dabei. Schauen wir, ob das Kabinen-DLC dann auch funktioniert. Schauen wir doch einfach mal. Machen wir noch ein paar Wimpel rein, damit es nach ein bisschen was aussieht hier. Dann schauen wir doch gleich mal, ob das hier alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So. Weiß ich nicht, Junge. Zack. Einfach so sporadisch bloß. Das reicht schon. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt von außen auch einsehbar ist. Also zumindest. Also Kabinen-DLC funktioniert ja schon mal. Ist ja schon mal was. Ja, man kann hier auch diese. So ein leichtes Kreuz noch drin sehen bei diesem Scania. Also, er ist jetzt wirklich nicht der Hit. Das muss man jetzt schon mal sagen. Da gibt es wirklich bessere Mods. Hierbei handelt es sich sowieso um ein Fix-Update für diesen LKW. Aber es ist ja nicht. Es geht ja nicht um meine Meinung, sondern ich muss ihn raushauen, wird denn ihr, die Community, entscheidet, ob der LKW gut ist oder nicht. Deshalb schauen wir uns den jetzt einfach in-game nochmal genauer an. So. Was wir schon hören, wir haben V8-Sound, natürlich den von Griesbaum. War klar. Ansonsten schauen wir mal hier Dashboard und so. Das funktioniert auch alles ganz gut. Der Sound macht hier natürlich keinen Sinn bei 420 PS. LKW-Fahrer haben wir auch keinen drin. Also daher. Naja. Ich halte mich mal zurück mit meinen Kommentaren. Aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich den Nachtlichttest dazu. So, Lichttest. Funktioniert tut zumindest schon mal alles, was das Licht betrifft. So, dann kommen wir mal kurz zum Fazit zu diesem Scania. Ja, was kann ich Positives berichten? Er läuft auf der Version 1.34 und wir haben das Kabinen-DLC. Das war es dann auch schon mit den positiven Nachrichten. Denn negative, wir haben keinen Fahrer, wir haben kein Trailerkabel. Und hier und da sind einfach noch ein paar Fehler da, die den Fahrspaß etwas trüben. Aber nichtsdestotrotz geht es ja hier nicht um meine Meinung, sondern ihr seid gefragt. Die Community entscheidet ja, ob was gut ist oder ob was schlecht ist. Zumindest steht er zum Download für die Version 1.3.4. Und ihr könnt den downloaden und natürlich nutzen. Alternative, was meiner Meinung nach Sinn macht, ist, ihr ladet euch den Scania von RJL runter. Da habt ihr dann einfach bessere Möglichkeiten und habt ihr den ganzen gleichen LKW. Ja.
Sandmod ist ja hier auch mit dabei, der hier wirklich gar nicht dazu passt, da wir hier bloß 420 PS haben und wir hier einfach 8 Sound hören. Man könnte vielleicht behaupten, der Auspuff hat 100 Löcher, dann klingt er vielleicht auch so, ne? Oder ist abgefallen. Gut, nichtsdestotrotz würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Und dann wünsche ich trotzdem viel Spaß mit diesem Scania. Genau. In diesem Sinne, wie immer, allzeit gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.